Und weiter geht's bei Let's Play Final Fantasy 4. Hier sind die 8 Kristalle des Mondes. Also auch auf dem Mond gibt es diese 8 Kristalle. Die Menschen vom Mond schlafen tief im Untergrund. Fusuya ist der Wächter von denen, die schlafen. Und damit haben wir eigentlich schon, ja, so eigentlich alles erfahren, glaube ich. Zimus ist ein furchtsamer Mann. Selbst wo er tief unter der Erde versiegelt worden ist, vergrößert sich nur sein böser Geist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier hin muss. Es ist zielbar, also es ist versiegelt mit einer mysteriösen Kraft. Nein, gut. Dann muss ich jetzt wieder zurück. Ich werde das, glaube ich, offscreen machen, oder? Oder werde ich das jetzt so zeigen? Auf jeden Fall wäre hier jetzt auch eine gute Methode, eben halt um zu leveln. Aber vorher zeige ich noch so ein bisschen, wie Fusuya kämpft. Das wäre vielleicht auch mal was Schönes. Spirit, ich weiß jetzt gar nicht, was das macht. Ach so. Aha. Erhöht so die... Er macht eigentlich das gleiche wie Regener. Paralysiert. Finde ich gut. So, dann musst du jetzt eigentlich... Oh, Fusuya ist ziemlich langsam. Wie man sieht. Der ist aber richtig langsam. Oder der kommt jetzt gar nicht mehr dran. Ich weiß gar nicht mehr, ob man noch drankommt, deswegen machen wir jetzt mal einen Zauber. Weil ich wollte eigentlich noch zeigen, wie er angreift. Schade. Also ich werde jetzt hier nur so ein bisschen zeigen, wie er eben halt sich im Kampf steuern lässt. Aber erwartet nicht viel, dass ich jetzt auch noch zeige, wie ich kämpfe und sowas, weil da mache ich dann doch lieber vorher einen Cut, falls ich dann schneller durch bin. Na kommt, ich zeig mal Flair. Das ist nämlich das Schöne an Fusuya, der blinken nämlich seine Augen. Also das ist schon nicht schlecht gemacht an Fusuya. Leider. Also ich kann auch damit sagen, Fusuya ist der letzte Charakter, den wir auch sehen werden. Gibt es noch irgendwas Besonderes an ihm? Eigentlich nicht für mich. Er ist eben halt einer des Mondvolks und ich hoffe, ich kann gleich wieder mit ihm angreifen. Deswegen verteidige ich mich jetzt mal mit den anderen. Um mal zu zeigen, wie das sein normaler Angriff aussieht. Ah, ja. Nichts Spektakuläres, also. Thank you.
Ja. Wie gesagt, er kämpft jetzt mit uns. Er ist auch der letzte Charakter, der jetzt neu hinzukommen wird. Er wird auch nicht lange mit dabei bleiben. Also, er wird jetzt nur im nächsten Dungeon Inhalt nochmal vertreten sein und danach wird er dann auch nicht mehr mit dabei sein. Ich weiß gar nicht. Na, Flair kann man nur auf eine Person machen, dann mache ich mal Meteo. Das hat man ja bis jetzt auch nur ein einziges Mal gesehen. Fuso. Ja. Mache, genau. Na gut. Das passiert natürlich, falls man zu lange wartet. Oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber einen ganz gewaltigen Fehler. Ich habe nämlich die Dark Dimension mit Feuer angegriffen. Scheibenkleister. So, aber warum brauchen wir jetzt die Magier so lange, um anzugreifen? Dankeschön. Apropos. Da kann ich auch gleich mal Arrest zeigen. Halt, also gleich komplett. Fuso, ja. Du könntest... warte mal eben. Also der halt schon richtig stark. Eigentlich. Wie sieht's mit hier zwar aus? Nicht so stark. Aber hiernach werde ich jetzt auch wieder von Final Fantasy 4 ein bisschen weniger hören lassen. Natürlich vergiftet. Ist das nicht herrlich? So, Asuna. Und du machst Call Leviathan. Und hoffentlich ziemlich schnell. Wie gesagt, sobald der Part beendet ist, werde ich dann ausrasten. Edge Ganton Level, Radio Ganton Level, Thunder 3 Alliance. Sehr, sehr schön. Ah, Vergiftung. Vollkommen vergessen. Ja, auf jeden Fall. Das gibt's doch jetzt. Ich sollte vielleicht mal Rüdia heilen. Fällt mir gerade so an. So, Ninja Arts. Raging. Auf jeden Fall, viel anderes wird jetzt auch nicht mehr kommen. Zum Thema jetzt großartig zu trainieren oder sowas. Ich kann zurzeit auch nicht wirklich woanders jetzt trainieren.
Weil sobald ich nämlich wieder auf die Erde gehe, wird es da auch eigentlich so ziemlich zum nächsten Dungeon gehen, automatisch. Von daher. Werde ich dann hier trainieren, weil es hier auch am sinnvollsten ist. Ja, und damit haben wir es eigentlich auch schon hier geschafft. Erstmal schlafen. Ja, leider wird der Part... Der Part richtig kurz. Es ist auch nicht viel passiert. Tut mir eigentlich leid, aber... der Tropf, den hat man eigentlich... Das wollte ich sowieso jetzt herausfinden. Tatsache, der kann Katzenkrallen und sowas anlegen. Ist ja geil. Cool. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall von diesem Part. Wir haben Fusuya kennengelernt, also das ist auch schon eine Sache. Ich werde jetzt so ein bisschen, weiß nicht, etwas über 50 trainieren. Und mit Rüdiger und Edge. Weil die nächste Sache wird jetzt erstmal eine andere Sache betreffen. Das kann ich vielleicht nochmal zeigen. Das ist nämlich hier. Und das Problem wird nämlich hier nämlich ganz groß sein. Dass hier nämlich Cave of the Phantom God ist. Ich weiß allerdings nicht, wie stark die Dinger hier sind, die Gegner. Könnte ich vielleicht mal ausprobieren. So viel Zeit kann ich noch entbehren. Auf jeden Fall trifft man hier auf die stärksten, einer der stärksten von Rüdigers. Oh, Genji. Aber vielleicht ist das irgendwie was... Ein Schild. Sehr schön. Wie gesagt, hier trifft man auf eine sehr starke Beschwörung. Und, ja. Die Gegner hier sollten natürlich nicht unterschätzt werden. Ich habe gehört, man soll hier mindestens nämlich Level auf den unteren Level 50 sein. Ja gut, angriffstechnisch ist es jetzt natürlich eher ein Witz, aber... Verteidigungsmäßig wäre das besser. Ja, ist klar. Also hier werde ich mich dann die nächste Zeit wohl damit beschäftigen. Es wäre aber schön, wenn das hier gleich kaputt gehen könnte. Meteo. Sehr schön. Hier level ich. Ja, und damit würde ich sagen, der Part ist zu Ende. Bis zum nächsten Play-Part. Blood SFB meldet sich ab.